Ich habe nicht gewusst, dass man sich in Babys verlieben kann. Man denkt ja auch, wenn das Thema Adoption einem fremd ist, kann ich überhaupt ein Kind so lieben wie mein leibliches Kind? Das ist überhaupt keine Frage eigentlich. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Lass uns reden. Und zum Reden habe ich mir wieder jemanden eingeladen, David Neufeld. David, schön, dass du da bist. Danke. Du hast eine weite Reise hinter dir vom Norden. Du bist aus Cuxhaven heute gekommen. Genau, das hier stimmt. Hier zu uns nach Köln. Schön, ja, dass du es geschafft hast. David, du bist heute hier, um mit mir über ein Thema zu reden, über das Down-Syndrom. Aber deine Frau und du, ihr habt eine besondere Entscheidung getroffen. Oftmals ist es ja eben keine Entscheidung, sozusagen, welches Kind man bekommt, sozusagen. Aber ihr habt euch entschieden. Ihr habt zwei Kinder mit Down-Syndrom adoptiert. Und ich fände es super spannend, einfach mal von dir mitgenommen zu werden in diesen Prozess, in diese Geschichte. Das ist tatsächlich ein Prozess und ein Weg. Da hast du schon recht. Wir konnten keine eigenen leiblichen Kinder bekommen und konnten uns aber vorstellen, Pflegekinder, Adoptivkinder aufzunehmen und haben dann relativ kurzfristig einen jungen Pflegesohn aufgenommen und waren mit dem Jugendamt im Gespräch und hatten in diesem Bewerbungsverfahren, das man dann beim Jugendamt so durchläuft, auch angegeben, wir können uns auch vorstellen, generell ein Kind mit Behinderung aufzunehmen, als Pflege- oder Adoptivkind. Darf ich kurz nachfragen zu diesem Adoptivverfahren sozusagen? Also ich habe auch Freunde, die in diesem Adoptionsprozess mal waren und die haben mir gesagt, das ist eigentlich fast wie ein Katalog. Kannst du das noch genauer beschreiben, sozusagen, was kann man da sich aussuchen? Ja, das ist tatsächlich auch ein bisschen befremdlich, weil man das eigentlich ja nicht sich ein Kind bestellt oder ein Kind aussucht und eben ein Kind, das auf normalem Wege geboren wird in das eigene Leben, das sucht man sich ja auch nicht aus. Aber zum Beispiel ist so die Frage, kannst du dir vorstellen, könnt ihr euch vorstellen, ein Kind aus dem Ausland zu adoptieren? Das ist so ein besonderes Thema, Auslandsadoption. Junge Mädchen, wie ist es vom Alter? Die Jugendämter versuchen natürlich, ein Kind in einer möglichst natürlichen Geschwisterfolge zum Beispiel in der Familie zu geben. Also wenn wir jetzt schon drei leibliche Kinder haben, dann würde man das Kind, das wir adoptieren, sollte möglichst jünger sein, wie ein viertes Kind. Aber dann wird man immer noch im konkreten Fall, wenn es dann um ein Kind geht, gefragt, und so war es bei uns auch, könnt ihr euch das jetzt vorstellen? Hier ist jetzt ein Kind mit Down-Syndrom. Dann kann man immer noch überlegen, trauen wir uns das zu? Haben wir den Eindruck, das könnte unser Weg sein oder nicht? Und ihr habt angekreuzt, prinzipiell könnt ihr euch vorstellen, ein Kind mit Behinderung aufzunehmen. War das eine Entscheidung, die ihr damals schon so sehr reflektiert habt, mit der ihr gerechnet habt? Oder kannst du da uns noch weiter mitnehmen? Ich glaube, das hat auch eine Vorgeschichte. Sowohl meine Frau als auch ich, wir sind in Familien groß geworden mit einer Offenheit, Leute aufzunehmen. Wir hatten beide auch Berührung mit Menschen mit Behinderung und mit Down-Syndrom. Und meine Frau ist Erzieherin und die hat gearbeitet an der Schule für geistig Behinderte und hatte da eben auch Schüler und Schülerinnen mit Down-Syndrom. Und das trägt sicherlich dazu bei, dass es einem nicht so super fremd ist und Angst macht, sondern dass man sagt, ja, also im ersten Moment mal ist das nichts Schlimmes. Davor muss man nicht wegrennen, sondern es ist eine Option. Und dann kam ja irgendwann der Tag, wo ihr einen Anruf erhalten habt? Ja, also tatsächlich war das nicht so, waren vielleicht Monate, wo wir das ausgefüllt hatten. Dann haben wir eben relativ schnell unseren Pflegesohn bekommen und schon ein Dreivierteljahr später ist der Alexander geboren in Regensburg und das Jugendamt hat Eltern gesucht und so schnell keine gefunden. Und dann suchen Jugendämter recht schnell landesweit, auf Landesebene und so weiter und haben dann irgendwann nochmal die eigenen Akten durchgeforstet und sind dann drauf gestoßen, dass wir das Kreuzchen gemacht hatten. Wir kamen zurück am Wochenende, glaube ich, am Dienstag sind wir dann ins Krankenhaus, haben den Alexander das erste Mal gesehen und am Freitag haben wir dann mit nach Hause genommen. Was ist in euch vorgegangen von diesem Moment des Anrufs oder der Kontaktierung hin zu, okay, wir fahren hin und dann treffen wir die Entscheidung und sagen ja zu einem ganz neuen Leben? Ich glaube, das war uns relativ schnell klar, das machen wir. Das ist unser Ding. Ich habe nicht gewusst, dass man sich in Babys verlieben kann. Man denkt ja auch, wenn das Thema Adoption einem fremd ist, kann ich überhaupt ein Kind so lieben wie mein leibliches Kind? Das ist überhaupt keine Frage eigentlich. Wenn du das jetzt so erzählst, kommt es ganz natürlich rüber. Also es ist fast ja selbstverständlich. Klar machen wir, das ist unser Ding. Und der Alex ist ja nicht euer einziger Sohn geblieben, sondern ihr habt die gleiche Entscheidung nochmal getroffen. Glaubst du, das hat etwas damit zu tun, wozu ihr berufen seid? Oder hat das etwas mit eurem Glauben zu tun? Also ihr seid ja gläubige Christen, deine Frau und du. Ist das etwas, was euch Gott aufs Herz gelegt hat? Oder woher kommt diese Selbstverständlichkeit? Also heute glaube ich, dass Gott uns da zu diesem Weg berufen hat. Damals wusste ich das nicht. Und wir haben das auch nicht vorhergesehen, dass das so unser Weg wird.
Das ist ja wie so oft im Leben. Du gehst das Schritt für Schritt und erst später merkst du, okay, da zeichnet sich irgendwas ab oder da bestätigt sich was. Und das ist jetzt unser Ding und unser Thema. Und wir haben ein totales Anliegen für Menschen mit Down-Syndrom inzwischen. Aber die Offenheit war da bei uns und heute empfinde ich, wir sind total beschenkt. Ja. 21 Jahre später, oder? Mhm. Ja. Gab es Momente in diesen 21 Jahren, wo ihr gedacht habt, wir haben uns übernommen? Das existenzielle Zweifeln daran, war das richtig? Das eigentlich nicht. Mhm. Aber diese Momente, ich fühle mich überfordert, die gibt es schon. Als der Samuel so 6, 7 war, hat sich da herausgestellt, dass er auch noch eine Form von Autismus hat. Mhm. Das war eine totale Überraschung für uns. Mhm. Und das hat uns schon in vielen Bereichen sehr herausgefordert. Und natürlich überhaupt fordert uns das Leben heraus. Das muss man einfach sagen. Also es gibt total viel super dankbare, glückliche Momente. Aber es gibt tatsächlich auch diese Phasen und die Momente, wo man merkt, boah, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Was würdest du werdenden Eltern mitgeben, die konfrontiert sind mit der Realität, unser Kind wird ein Kind sein, das von vornherein sozusagen bewusst eine Behinderung mit sich bringt? Es ist ja auch so ein großes Thema Abtreibung, dass man bei Kindern zum Beispiel mit Down-Syndrom bis kurz vor der Geburt, also ziemlich lang, deutlich länger als im Falle der Nichtbehinderung sozusagen abtreiben darf, worin meiner Meinung nach ja auch schon sehr viel Wertung zu finden ist. Ja, ich glaube, dass diese Regelung bei der Abtreibung, die finde ich auch krass. Ich glaube, die hängt auch damit zusammen, dass man die Frage der Belastbarkeit in den Vordergrund stellt. Mhm. Traust du dir das zu oder ist es eine Überforderung für dich als Mutter, ein Kind zur Welt zu bringen, das eine Behinderung hat? Ich würde Eltern zunächst beglückwünschen. Hey, da ist ein Wunder im Anmarsch, ein unfassbares Wunder. Und ganz egal, wie dieses Kind ist und ob es eine Behinderung hat oder nicht und ob man die vielleicht erst später feststellt, vielleicht stottert das Kind ja auch, heißt es willkommen in eurem Leben. In eurem Leben wird ein Wunder stattfinden, in dem dieses Kind zur Welt kommt. Und ich würde sagen, wenn da die großen Sorgen sind und ich weiß, mein Kind wird eine Behinderung haben oder zum Beispiel Down-Syndrom, würde ich total empfehlen, mit Familien in Kontakt zu kommen, die ein Kind mit Down-Syndrom haben, um dem zu begegnen. Natürlich ist jeder Mensch einzigartig, einmalig, aber darüber zu reden. Ich finde es richtig, die Ängste ernst zu nehmen, also zu benennen und auszusprechen, zu sagen, ich habe Angst, ob wir das schaffen. Was ist für dich so das Schmerzhafteste, was Menschen denken oder wie sie sich verhalten in Bezug auf andere Menschen mit Behinderung? Das Nicht-Sehen. Also das hängt wahrscheinlich mit der eigenen Angst und mit dem Fremdsein zusammen. Also sobald Menschen ohne Behinderung, Menschen mit Behinderung begegnen, passiert da was und die Behinderung ist nicht mehr das Thema oder so, sondern ich begegne einem Menschen. Ich erlebe und merke, dass auch andere das erleben, dass gerade Menschen mit Down-Syndrom oder mit geistiger Behinderung uns mit hineinnehmen in diese Lebendigkeit. Also ich glaube, ich kenne niemanden, der so lebendig ist wie unser Alex. Und ich will das auch nicht verharmlosen oder sagen, ist alles nicht so schlimm und so. Mhm. Weil es hat sicherlich auch den Schmerz. Also natürlich hat Behinderung auch einen Schmerz und eine Begrenzung. Und für den Alex ist es frustrierend, nicht so selbstständig sein zu können, wie er gerne würde. Das tut weh. Das tut weh, ohne Frage. David, du hast uns noch was mitgebracht aus eurem Verlag. Das habe ich hier. Ein Kalender. A little extra für nächstes Jahr schon. Genau, das sind Fotografien, die Conny Wenck gemacht hat, eine Fotografin aus Stuttgart. Fotografien von Kindern und Jugendlichen mit Down-Syndrom. Mhm. Die Conny Wenck hat selber eine Tochter mit Down-Syndrom, ist so Fotografin geworden, war eigentlich Betriebswirtin und hat so ihre Berufung entdeckt. Und wenn man die Bilder so ein bisschen durchblättert, dann sieht man relativ schnell, dass das ein echter Mutmacher ist. Ich habe den bei mir im Büro und wenn mein Blick morgens, wenn ich ins Büro komme, auf diesen Kalender fällt, ist der Tag schon mal gerettet. Mhm. Wir merken das ja, die Bilder, wenn ich diese Bilder sehe, das was mit meinem Denken macht und auch mit meiner Vorstellung vom Leben mit Down-Syndrom. Mhm. Und das heißt, da verändert sich tatsächlich was. Die Rückmeldung bekommen wir auch von Menschen, die Bilder sehen, die den Kalender in der Arztpraxis entdecken oder so. Mhm. Die sagen, boah, das macht was. Warum sollte dieses Leben eigentlich nicht lebenswert sein? Also wenn ich so diese Pränataldiagnostik, die wir eben im Blick hatten, wenn ich darüber nachdenke und sehe das, dann sage ich, boah, da möchte ich mir eine Scheibe abschneiden. Ja. So fröhlich würde ich auch gerne in meine Tage gehen. Mhm. Ich hatte auf jeden Fall große Freude darüber, dass du heute bei mir im Studio zu Gast warst.
Danke, dass du dich auf den Weg gemacht hast. Danke für die spannenden, bereichernden Gedanken. Danke, dass ihr, deine Frau und du, auch einfach Vorausgeher und Mutmacher seid in diesem Thema. Du hast es eben gesagt, es ist wichtig, sich mit Leuten zu umgeben, die den Weg vielleicht schon gegangen sind, die einem Hoffnung machen können. Und ich glaube, ihr seid auf jeden Fall solche Hoffnungsträger da. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Danke, dass du da warst. Es hat mich sehr bereichert. Ich würde mich auch sehr freuen, von deinen Gedanken zu lesen, von dem, was du empfindest über das Thema, vielleicht auch von deinen Erfahrungen. Hinterlass es gerne als Kommentar unter diesem Video. Bleib wie immer nett und fair. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Danke, David, dass du da warst. Sehr gerne. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.